Hallo, hier auf der Frostcon. Mein Name ist Carsten Strothmann und ich erzähle euch etwas über Dane. Den Vortrag und die Arbeit, die ich da jetzt schon fast ein ganzes Jahr gemacht habe, habe ich zusammen mit dem Patrick Kötter gemacht bei der SYS4 AG in München. Und das Ganze ist halt nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich übernehme da den DNS-Part. Der Patrick ist Spezialist für E-Mail und Postfix. Der hat das gemacht. So, was ist denn überhaupt Dane und worum geht es? Dane ist ein neues Protokoll, was in der ITF entwickelt wurde. DANE steht für Domain Authenticated Named Entities. Das ist ein bisschen sperriger Begriff. Es bedeutet, dass man über DNS Identitäten oder Entitäten, Server, Clients, authentisieren kann. Und ich werde gleich mal ein paar Beispiele zeigen, warum das notwendig ist, warum es da heutzutage im Internet noch Defizite gibt, noch Probleme gibt und wie DANE das lösen kann. Was ich hier zeige, zeige ich hauptsächlich am Beispiel E-Mail. Ihr dürft jetzt aber nicht so denken, das ist jetzt eine E-Mail-Lösung, das ist nur für E-Mail. Das Konzept Dane funktioniert bei beliebigen Server-to-Server- oder Client-to-Server-Kommunikationen. Das gibt es auch für Jabber, das gibt es auch für Webserver, das gibt es auch für andere Kommunikationen. Ich war vorher hier in dem Vortrag über Logging. Logging is fun. Und auch da könnte man es einsetzen, um zum Beispiel zwischen einem Log-Server und einem anderen Log-Server die Authentisierung zu machen, um sicherzugehen, dass der eine Log-Server mit dem anderen Log-Server richtig spricht. Aber erstmal, wo liegt das Problem heutzutage? Hier auf dieser Folie habe ich jetzt zwei Server, die wir unten sehen, und Clients. Und hier wird E-Mail versendet. Der Sender-Client liefert die E-Mail ein zum Mail-Server. Der schickt das dann zum Empfänger-Mail-Server und das ist unser Setup und das möchten wir gerne absichern. Wir möchten die Kommunikation verschlüsselt haben, sodass zwischen diesen beiden Servern dort niemand mithorchen kann und auch, dass sichergestellt ist, dass der Server A auf der rechten Seite mit dem Server B auf der linken Seite mit dem richtigen Server spricht und dass das nicht irgendwie unterbrochen werden kann und ein falscher Server da reingehen kann. So, wie funktioniert das heutzutage? E-Mail wird über Port 25 versendet und Port 25 ist erstmal reine Klartextkommunikation. SMTP, Simple Mail Transport Protocol, ist ein relativ altes Protokoll und man hat nachträglich Verschlüsselung da eingebaut. Anders als bei, sage ich mal, anderen Protokollen wie bei Webprotokollen gibt es keinen extra Port, jedenfalls keinen extra standardisierten Port für verschlüsselte E-Mail-Übertragung. Ja, bei Webbrowsing, bei HTTP, haben wir HTTPS. HTTP läuft über Port 80, HTTPS läuft über Port 443. Bei E-Mail gibt es das nicht. E-Mail verschlüsselt und auch unverschlüsselt ist immer über Port 25. Und das funktioniert so, dass wenn verschlüsselt werden soll, derjenige, der die Verschlüsselung anstößt, der sendet per Klartext den Start-TLS-Befehl über die Leitung und signalisiert damit, ich hätte gerne Verschlüsselung. Er macht das so mit einem Fragezeichen, wie das hier dargestellt ist, weil er gar nicht weiß, ob die Gegenstelle überhaupt verschlüsseln kann. Und in diesem Fall, ja, hier wird gefragt, Start TLS, und auf der anderen Seite kommt dann die Bestätigung, ja, wir können verschlüsseln, ja, wir können Start TLS machen, und dann wird verschlüsselt. Hier dargestellt an den Schlössern, die dort aufgezeichnet sind. Und dann werden die Daten verschickt. Und erscheinen oder der Empfänger bekommt die E-Mail. So, funktioniert das erstmal? Wo ist jetzt das Problem? Bei Webseiten ist es so, wenn das Zertifikat irgendwie nicht ganz koscher ist, wenn das abgelaufen ist, wenn das ein selbst signiertes Zertifikat ist, wenn die Domainnamen im Zertifikat nicht mit dem Namen des Servers übereinstimmen, dann gibt es ein Pop-up im Browser. Dann wird gesagt, Achtung, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, Benutzer, guck doch mal nach, ob du hier wirklich weitermachen willst. Und dann, naja, die meisten Benutzer klicken sowieso auf OK, weitergehen, ohne zu prüfen. Aber eigentlich könnte man dann vernünftig prüfen und eine Entscheidung treffen als Benutzer. Aha, will ich dieses Risiko eingehen? Ja, vielleicht ist es ein CA-CERT-Zertifikat. Da kann ich sagen, gut, installiere ich mir in meinem Browser noch das Root-Zertifikat von CA-CERT und dann funktioniert das Ganze. Ein E-Mail-Server kann das nicht machen. Beim E-Mail-Server sitzt kein Administrator die ganze Zeit im E-Mail-Server, um irgendwelche Meldungen wegzuklicken. Ja, das geht nicht. Also muss der E-Mail-Server selber eine Entscheidung treffen. Und welche Entscheidung trifft er? Naja, die allermeisten Administratoren, ich habe bisher noch nie was anderes gesehen, sagen einfach, okay, wenn das Zertifikat auf der anderen Seite nicht okay ist, benutzen wir das trotzdem.
Wir haben keine andere Wahl, weil wir können entweder mit einem schlechten Zertifikat auf der Gegenseite verschlüsseln oder wir können gar nicht verschlüsseln. Dann versuchen wir doch wenigstens noch zu verschlüsseln, auch wenn wir uns gar nicht sicher sind, ob die Gegenseite die richtige Seite ist. Und was jetzt passieren kann, ist hier, dass eine Fälschung, ein gefälschter Server, wenn es so etwas gibt, dass mit dem gesprochen wird, ja, dass die Daten hier irgendwie umgeleitet werden, vielleicht per DNS-Spoofing wird die falsche IP-Adresse von einem Angreifer zu dem Sender-Mail-Server gegeben und der verbindet sich mit dem falschen Server, das heißt, er meint, mit dem richtigen Server zu sprechen, spricht aber mit einem anderen Server. Beide sprechen verschlüsselt. Ja, die Nachrichten können jetzt auf dem Transportwege nicht abgehört werden, aber der Besitzer dieses gefälschten Servers, der hat natürlich dann Zugriff auf alle Daten und kann die abschnorcheln und könnte die im Hintergrund dann an den echten Server einfach nur durchleiten. Dann wird es auch gar nicht auffallen, dass diese E-Mail einfach mal durch falsche Hände gegangen ist. Ja, das ist eines der Probleme. Ein weiteres Problem, was auftauchen kann bei E-Mail und Verschlüsselung mit SSL, TLS, ist ein Man in the Middle. Setzt sich einfach jemand dazwischen, irgendwo in einem Internet-Peering-Point, sagt er sich, okay, ich fange einfach alle Verbindungen ab, die von dem einen Mail-Server kommen, weil ich weiß, da ist vielleicht jemand, den ich überwachen möchte. Dann wird die Verbindung abgefangen. Ja, der sendende Server sagt hier Start TLS und der Man-in-the-Middle-Server sagt auch, ja klar, du bist hier beim richtigen Server, ich kann auch verschlüsseln, wunderbar, liefer bei mir ein, E-Mail wird eingeliefert, der guckt sich die an und schickt die dann nach hinten rum weiter zu dem echten Empfängerserver, sodass der Empfänger die E-Mail auch wirklich bekommt. Und es ist nicht sichtbar, weder für den Absender noch für den Empfänger, dass die E-Mail hier mitgelesen wurde. Ja. Trauen alle, dass die Verschlüsselung richtig ist. Und das ist ein strukturelles Problem in der Art, wie Zertifikate, wie X509-Zertifikate im Internet mit TLS benutzt werden bei E-Mail. Weil es da heutzutage keine Möglichkeiten gibt, keine skalierbaren Möglichkeiten, um dafür Sicherheit zu sorgen. Was ein Administrator machen könnte, ja, wenn er auf der rechten Seite ist und er weiß, er liefert sehr häufig E-Mail auf die linke Seite. Dann könnte er hingehen, okay, ich bin großer ISP Nummer A und das andere ist großer ISP Nummer B. Ich verdrahte hart die Zertifikate. Ich sage also, okay, Provider B hier auf der linken Seite muss immer dieses Zertifikat haben und nur wenn das präsentiert wird, dann mache eine Verbindung. Und das ist im Grunde ein bisschen simpel gesagt, das, was bei Email Made in Germany gemacht wird, dass sich da einige große ISPs zusammengetan haben und gesagt haben, wir tauschen unsere Informationen aus und wir bilden einen kleinen Club. Und untereinander machen wir das jetzt sicher und haben diese Problematik ausgetauscht, aber alle Kommunikation außerhalb des Clubs kann nicht abgesichert werden. Und das DANE ist jetzt eine Lösung, die entwickelt wurde, um nicht nur in einem kleinen Club zu funktionieren, sondern weltweit zu funktionieren, mit allen Anbietern, mit allen ISPs, mit allen Mail-Providern, die es auf der Welt gibt. So. Noch eine weitere Angriffsmöglichkeit ist ein sogenannter Downgrade-Attack. Dieser Man-in-the-Middle-Server könnte jetzt auch einfach sagen, ich spreche gar kein TLS, ich kann gar nicht verschlüsseln. Obwohl der wirkliche Empfänger auf der anderen Seite, auf der linken Seite, der kann verschlüsseln. Das weiß aber der sendende Mail-Server gar nicht. Es gibt keine Möglichkeit, für den abzufragen, kann meine Gegenstelle überhaupt Sicherheit, kann die verschlüsseln. Ja, das heißt, hier sagt er, ich hätte gerne Verschlüsselung, der andere sagt, nee, kann ich aber nicht, sende mal bitte unverschlüsselt. Und dann hat er auch keine andere Möglichkeit, als unverschlüsselt zu senden. Und dann ist es noch schlimmer, dann kann einmal der Serverbetreiber da Man in the Middle mitlesen, aber auch alle auf dem Transportwege können mitlesen. So wichtig zur Unterscheidung ist, dass diese Transportverschlüsselung, über die wir reden, dieses TLS, früher hieß das Ding SSL, dass das nicht das gleiche ist wie PGP-Verschlüsselung. PGP-Verschlüsselung ist echte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, von Anwender zu Anwender, nicht von Server zu Server. Wenn wir PGP benutzen, sind wir fein raus. Da kann trotz dieser Problematik niemand dazwischen irgendwo mitlesen. Aber PGP ist halt nicht weit verbreitet, ja, unter den Leuten, die hier vielleicht im Raum sind, mehr verbreitet als in der generellen Bevölkerung, aber so normale Benutzer benutzen das sehr selten.
Transportverschlüsselung, da geht es jetzt erstmal darum, nur die Transportstrecken abzusichern zwischen den Servern und auch zwischen den Client-Systemen, das heißt zwischen dem Mail-Programm und dem Server, bei dem man einliefert. Wenn man die Verschlüsselung hat, kann natürlich der Betreiber des Servers, sowohl der Senderservers als auch des Empfängerservers, wenn die beim ISP stehen, immer noch die E-Mail mitlesen, wenn er denn bösartig ist. Das ist hier dargestellt durch die Lupe. Wenn PGP benutzt wird, ist das nicht möglich. Aber TLS-Verschlüsselung ist trotzdem schon mal ein Schritt weiter, besser als das, was heutzutage so häufig gemacht wird, nämlich dass gar nicht verschlüsselt wird auf dem Transportwege. So, die Idee hinter dem DANE ist jetzt, dass man dass derjenige, der Verschlüsselung anbietet, als Empfänger eines Dienstes, konfiguriert sich ein Zertifikat auf diesem Server, der empfängt, der Empfängerserver, und er publiziert einen Hashwert seines Zertifikates im DNS. Dieser Hashwert, der im DNS publiziert wird, hat jetzt zwei Aufgaben. Nämlich einmal, wenn der Hashwert vorhanden ist im DNS, sagt das aus, dass der Empfänger gerne verschlüsseln möchte. Das heißt, das Vorhandensein dieser Information sagt schon aus, dieser Server kann verschlüsseln. Wenn dann jemand kommt und sagt, ich kann nicht, dann ist das ein Man-in-the-Middle-Angriff. Weil durch das DNS wurde schon ausgesagt, wir möchten ganz gerne verschlüsseln. Zweite Aufgabe ist, dass dieser Hash das Zertifikat identifiziert. Das heißt, es kann jetzt nicht jemand in der Mitte plötzlich hingehen und sagen, ha, ich bin aber Server ISP Nummer A und hier ist mein Zertifikat, weil was immer für ein Zertifikat dieser Man-in-the-Middle-Angreifer dort auf seinem Server implementiert hat, es wird nicht zu dem Hash passen, das im DNS publiziert wurde vom Originaladministrator des Servers. Darüber kann geprüft werden, ob wir hier irgendwo mit einer Fälschung reden oder ob wir mit dem richtigen Server des Zertifikates reden. Annahme hierbei ist, dass der Besitzer des Servers auch gleichzeitig derjenige ist, der die Domain besitzt. Das DANE gibt keine anderen Garantien. Es gibt da keine Identifizierung. Das heißt, wenn der Webserver oder die Domain großebank.de heißt und das Zertifikat auch für großebank.de ausgestellt ist, hat hier aber niemand überprüft, ob derjenige, der den Server betreibt und die Domain besitzt, auch wirklich großebank betreibt. Also es wird keine Identitätsprüfung gemacht, sondern rein im technischen Sinne wird das Zertifikat nur überprüft. Insofern ist das DANE äquivalent zu den Domain-Validated-Zertifikaten, die wir heute kennen. Wenn wir ein SSL-TLS-Zertifikat kaufen wollen, dann gibt es einmal die günstige Variante und die sehr teure Variante. Die günstige Variante, das sind diese Domain-Validated-Zertifikate, bei denen ich zu einer Zertifikatstelle meinen Zertifikat-Request hinschicke und sage, unterschreibt mir mal. Und die prüfen jetzt nur, dass die E-Mail funktioniert. Die senden mir nämlich nochmal eine E-Mail zurück und senden mir dann das unterschriebene Zertifikat zurück und prüfen nicht, wer ich bin und ob ich wirklich der Besitzer dieser Domäne und dieses Servers bin. Die prüfen einfach nur ab, ob die E-Mail funktioniert. Und E-Mail senden, das, was die Zertifikatstellen da machen bei den günstigen Zertifikaten, basiert hauptsächlich darauf, dass das DNS korrekt funktioniert. Und da haben wir die gleiche Sicherheitslage, wie wir beim DANE haben. Was es auch gibt, sind diese wirklichen Extended Validation Zertifikate, bei denen die Zertifikatsaussteller wirklich prüfen sollen, ob die Identität richtig ist. Die sieht man bei Banken oder anderen Organisationen im Internet. Da färbt sich dann die URL-Zeile noch andersfarbig, wenn diese Zertifikate benutzt werden. Entweder, ich glaube, blau ist es bei den meisten Browsern heutzutage und bei den anderen ist es grün. Dieses DANE hat den Vorteil, dass es auch mit selbst signierten Zertifikaten funktioniert. Heute haben wir die Problematik, dass wenn wir uns selber ein Zertifikat erzeugen und das selber signieren, selber unterschreiben und das nicht von einer Zertifikatstelle unterschrieben ist, dass ein Benutzer nie prüfen kann, ob das denn überhaupt in irgendeiner Art valide ist. Und auf dem Webbrowser kriegen wir immer eine Meldung, ja, die der Benutzer wegklicken muss, was unschön ist. Wenn man DANE einsetzt und eine Anwendung DANE schon prüft, was man bei Webbrowsern nachinstallieren kann, beim Firefox, beim Chrome und Safari und Opera, dann sieht er, ha,
das passt jetzt zusammen. Das Zertifikat, was ich auf dem Webserver sehe, passt zu den Informationen im DNS, obwohl es ein selbst signiertes Zertifikat ist, was von keiner großen Zertifikatstelle ausgestellt ist, sage ich, das ist in Ordnung. Oben kommt dann das Log-Symbol, es kommt keine Fehlermeldung und die verschlüsselte Verbindung ist aufgebaut. Da kann man sich Geld sparen, gerade wenn man für ein Open-Source-Projekt oder für zu Hause versicherte Webverbindungen anbieten möchte, ist das eine gute Alternative. So, wie funktioniert das DANE bei E-Mail? Jetzt haben wir hier auf der rechten Seite den Sender, den PC, der die E-Mail sendet. Wir haben den sendenden Mail-Server auch auf der rechten Seite und das DNS-System auf der rechten Seite. Das ist ein DNS-Resolver in diesem Fall und auf der linken Seite den Empfänger. Es fängt an damit, dass der Benutzer eine E-Mail schreibt und die einliefert ins Mail-System. Und das Mail-System guckt jetzt in den Recipient-Header und guckt sich an, aha, an wen soll ich das denn senden? Guckt im DNS dann nach den MX-Records. Die MX-Records sagen aus, welche Mail-Server sind denn für den Empfänger überhaupt zuständig. Und dann, und das ist jetzt neu, wird im DNS geguckt, na, erst wird jetzt versucht, eine Verbindung aufzubauen, eine verschlüsselte Verbindung. Technisch gesehen passiert das die DNS-Abfrage gleichzeitig, das ist hier hintereinander dargestellt. So, die Verbindung wird da aufgebaut, das Zertifikat wird gesendet vom Empfängerserver. Und jetzt wird über das DNS nochmal geguckt. Es wird ein neuer Rekordtyp abgefragt, nämlich der TLSA-Rekord. Das ist einfach ein neuer Datentyp im DNS. Sowas wie ein A-Rekord, Pointer-Rekord, MX-Rekord heißt TLSA. TLSA steht für gar nichts Besonderes. Man könnte sagen, das ist der Transport Layer Security Rekordtyp A. Vielleicht gibt es irgendwann mal Rekordtyp B oder Rekordtyp C. Der RFC sagt aber, steht für gar nichts, kein Akronym oder nichts, also nichts reindenken. Heißt einfach nur TLSA. Es wird nachgefragt, hast du so einen Rekord? Ja, und das geht an den autorativen DNS-Server für den Namen des Mail-Servers, an den ausgeliefert wird. Und ja, der hat so einen Rekord, der kommt hier auch zurück. Hier ist mein TLSA-Rekord und dieser TLSA-Rekord hat meinen Hash oder hat den Hash des Zertifikates. Wir müssen diesen Daten jetzt irgendwie vertrauen, deswegen funktioniert das ganze DANE nur in Zusammenhang mit DNSSEC. DNSSEC ist eine Erweiterung des klassischen DNSs, mit dem man prüfen kann, dass die Daten, die wir empfangen über das DNS, auch wirklich die Daten sind, die ein Administrator, der Besitzer der Zone, irgendwann mal reingeschrieben hat und keiner dazwischen die Daten fälscht. Das gibt es jetzt schon seit über 10 Jahren und ist relativ gut ausgetestet. Software funktioniert und gerade durch DANE sehen wir, dass immer mehr DNSSEC auch ausgerollt wird. Wir sind derzeit dabei, dass so von den DNS-Anfragen ungefähr 10% aller DNS-Anfragen per DNSSEC geprüft werden können. Das heißt, wir haben ein Deployment von ungefähr 10% DNSSEC weltweit. So, es wird geprüft und mit dem Prüfen kann sichergestellt werden, dass diese TLSA-Rekorddaten, die da jetzt kommen, auch korrekt waren und damit da keiner umgespielt hat. Die werden dann an den Mail-Server weitergeleitet. Der Mail-Server prüft diese Daten jetzt und guckt nach, ist der Hash, der in diesem Rekord drin ist, passt der zu dem Zertifikat, was ich von dem Mail-Server bekommen habe. Wenn die beiden übereinstimmen, dann spreche ich mit dem richtigen Server, kein Man in the Middle, keine Fälschung. Wunderbar. Wir haben eine Verschlüsselung und alles ist gut. Was passiert, wenn jemand sich dazwischen hängen möchte, wie in diesem Fall? Da wird angefragt, Start TLS, der sagt jetzt, nein, Verschlüsselung machen wir hier nicht, kann ich überhaupt gar nicht. Ja. Dann würde der trotzdem hier der Mail-Server mal im DNS nachfragen, wie sieht es aus, gibt es da einen TLSA-Rekord für diesen Server, mit dem ich da reden will? Und der kommt in diesem Fall zurück, aha, da gibt es TLSA. Das heißt, das muss eine Fälschung sein. Der Administrator hat sich das Publizieren des TLSA-Rekords im DNS ganz klar festgelegt, dass der Server auf der anderen Seite Verschlüsselung haben muss. Und wenn der jetzt sagt, er kann keine Verschlüsselung, dann ist das falsch. Es ist ein Angriff und wir sprechen mit dem nicht. Auch das wird per DNSSEC geprüft und er erkennt jetzt Man-in-the-Middle-Angriff und sendet die E-Mail nicht raus, loggt einen Fehler und
packt die E-Mail in eine Queue und versucht es später nochmal. Das könnte ja sein, dass das nur ein temporäres Problem war oder ein temporärer Angriff, dass es nach einer Stunde oder zwei Stunden wieder funktioniert und dann richtig abgeprüft wird. Mit der Fälschung geht es genauso, macht Start TLS, der sagt jetzt auch, ich kann verschlüsseln, sendet hier ein Zertifikat, die Fälschung sendet das Zertifikat, aber das Zertifikat passt nicht, ist nicht das gleiche Zertifikat, kann nicht das gleiche Zertifikat sein wie auf dem echten Server, passt deswegen gar nicht zum Hashwert und das wird hier dann auch beim Mail-Server entdeckt und er sagt, falscher Server, Zertifikat passt nicht. Gut. Da ist natürlich jetzt mehr Komplexität drin für die Administratoren. Das heißt, wenn da hier eine echte Fälschung ist, dann wird das erkannt. Wenn der Administrator aber sein Zertifikat auf dem Server ersetzt und nicht daran denkt, dass er im DNS diesen Hash noch hat und den auch aktualisiert, dann passiert natürlich das Gleiche. Muss man mehr aufpassen? Da ist es gerade so weit, dass die beiden oder jeweils die Gruppen, nämlich die DNS-Leute und die E-Mail-Leute oder die DNS-Leute und die Webserver-Leute und so weiter, die müssen sich zusammentun und ihre Tools irgendwie noch verbinden, damit das auch besser managebar ist. Ja, dass man, sag ich mal, wenn man automatisch ein Tool hat, was Zertifikate erstellt, dass die automatisch auch den DNS-Rekord auswerfen und vielleicht auch gleich im DNS richtig eintragen. Ja, aber so Propagation von Änderungen in DNS ist ja immer so ein bisschen, kann mal ganz schnell gehen oder länger dauern. Was mache ich dann? Genau. Es ist so, dass der beim TLSA-Rekord festgelegt ist, dass ich mehrere haben darf für einen Server und einer muss richtig sein. Das heißt, ich tausche die nicht aus, wenn ich mein Zertifikat auf dem Server ändere, sondern ich packe den neuen hinzu zu dem alten. Dann habe ich eine Zeit lang beide drin, Hauptsache einer ist richtig, und warte dann meine Time to Live, das ist nämlich die Zeit, wie die DNS-Daten irgendwo in den Caches noch zwischengespeichert werden können, warte ich ab und dann kann ich irgendwann nach vielleicht einer Woche oder so weiter den alten Rekord wieder rausnehmen. Ja. Ist das Hash-Format für den hinterlegten Hash-Wunsch oder wird das im Rekord selber? Komme ich gleich noch zu. Stellen wir mal zurück, habe ich gleich noch Folien dazu. Die Frage war hier, wenn man so eine Umleitung macht, müsste man schon DNS-Spoofing machen, um so eine Umleitung zu machen, wird man das da nicht erkennen? Ja, wenn die Umleitung auf einen anderen Server über DNS-Spoofing gemacht würde, ja, dann würde DNSSEC das da auch schon erkennen. Aber ich kann so eine Umleitung ja auch machen, wenn ich, sage ich mal, eine staatliche Stelle bin, gehe ich an einen großen Internet-Peering-Point und sage einfach da, leite mir bitte raus und leite das an meine Server raus und das ist kein DNS-Spoofing und das würde hier trotzdem erkannt. Ja, bei Starbucks hat man halt ARP-Spoofing oder was auch immer. Ja, ARP-Spoofing, genau wird hier gesagt, ARP-Spoofing ist eine andere Möglichkeit, die im lokalen Netz möglich ist. Da ist noch eine Frage, ich komme gleich da hinten. Daran anschließen, wenn der DNS-Check da auf dem DNS-Server passiert, was ist, wenn ich nicht Ja, wenn das ist eine Sache, da möchte ich jetzt ein bisschen ausholen, wie DNSSEC funktioniert. DNSSEC verhindert das. Bei DNSSEC hat jeder Rekord eine Signatur. Ja, das heißt, derjenige, der spooft, die Daten, den Hash spooft, muss auch die Signatur fälschen. Die Signatur wird geprüft über öffentliche Schlüssel, wird erstellt über einen privaten Schlüssel, wird geprüft über einen öffentlichen Schlüssel, der auch in der Zone drin ist, könnte auch gespooft werden. Der wird aber, der öffentliche Schlüssel, der wird nochmal abgesichert durch einen Hash in der jeweiligen Elternzone. Das heißt, wenn ich eine Zone in Deutschland habe, eine DE-Zone, dann befindet sich ein Hash meines öffentlichen Schlüssels in der DE-Zone, bei der DNIC. Deren Hash von deren Schlüssel befindet sich in der Root-Zone. Und den Hash von dem Schlüssel der Root-Zone, der befindet sich in DNS-Server-Software. Wenn ich mir heute ein Bind runterlade oder ein Unbound runterlade, dann ist dort der Hash von dem Schlüssel der Root-Zone schon fest eingebacken. Den kann ich aber auch in meiner Config-Datei konfigurieren, aber normalerweise ist er fest eingebacken, ist auch bekannt. Und jemand, der spoofen möchte, müsste die ganze Kette spoofen. Er müsste mir also sozusagen das gesamte Internet simulieren, komplett.
was schwierig ist. Axel. Müsste das da nicht ausreichen, wenn ich einfach jetzt irgendwie bei DE-NIC mich einklinke und dort mit deren Key meinen gefälschten signiere? Das ist natürlich möglich, wenn es, sage ich mal, eine staatliche Stelle gibt, die die DE-NIC in den Schwitzkasten nehmen kann und sagen kann, ihr habt jetzt euren privaten Schlüssel für die DE-Zone rauszugeben. Dann kann auch derjenige, der den privaten Schlüssel von DE hat, meinen Hash austauschen, dass er zu dem anderen Schlüssel passt und dass die ganze Kette passt. Ja, gegen solche Angriffe schwierig, etwas zu machen. War bloß eine Frage. Ja, aber stimmt. Da hinten erstmal. Ganz kurz nochmal zu dem DNS-Hash. Ist nicht das Feature von DNS-Hash, dass solange ich noch einen gültigen, noch nicht abgelaufenen Record im DNS habe, ich gar nicht wieder was sage. Das heißt, der hinzugekommene auf dem DNS-Server würde auch nicht abgefragt werden. Genau. Also wenn der Check fehlt schlecht, dann würde ich dich einfach nochmal nachfragen, bevor ich mache. Naja, der Mail-Server da kann nur seinen lokalen DNS-Resolver nachfragen und der guckt, ob er es schon im Cache hat, den TLSA-Record, dann gibt er den raus. Was ich mache, ist folgende Sache. Wenn ich einen Zertifikats-Rollover habe, das heißt, ich tausche mein Zertifikat aus, dann muss ich mir angucken, welche Time-to-Live hat dieser Resource-Record, dieser TLSA-Resource-Record. Der hat vielleicht 24 Stunden eine Time-to-Live und solange lebt er in den Caches draußen im Internet. Dann publiziere ich den Hash von meinem neuen Zertifikat schon 24 Stunden vorher. Das tut nicht weh, weil der alte ist ja noch gültig. Dann verteilt er sich schon, dann sind nämlich alle beide schon in den Caches und dann ändere ich das auf meinem Server. Mein Punkt vorhin war, dass ja dann der SMTP-Server auch den SSEC prüfen muss. Wenn der das nicht tut, haben wir da die Probleme. Was der macht, ist, beim DNSSEC ist es vorgesehen, dass ein Resolver, ein DNS-Server, kann einer Anwendung mitteilen, ob die Daten, die in DNSSEC geprüft wurden. Das ist ein extra Flag in der Antwort, das sogenannte AD-Flag, Authenticated Data. Dafür ist aber wichtig, dass die Kommunikation zwischen dem DNS-Server und meinem Mail-Server über ein vertrauenswürdiges Medium passiert. Der Mail-Server darf nicht Google Public DNS 8.8.8.8 benutzen. Das wäre Unsinn. Aber wenn der DNS-Server im gleichen Rack, im gleichen Rechenzentrum oder vielleicht sogar auf der gleichen Maschine läuft, dann können wir sagen, das ist vertrauenswürdig. Die Frage ist, gibt es schon MTAs, die das unterstützen? Komme ich jetzt gerade drauf? Tada, sehr gut. PostFix unterstützt es seit der Version 2.11. Die ist im Januar rausgekommen und die wird jetzt so gerade in den Linux-Distributionen und BSD-Distributionen verteilt. Wenn man sie heutzutage schon benutzen will, muss man noch sich die Quellen runterladen und selbst kompilieren. Der zweite Mail-Server, bei dem es gerade eingebaut wird, ist EXIM. Das ist noch nicht fertig. Ist aber geplant, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres, dass da eine EXIM-Version rauskommt, die auch das DANE unterstützt. Ich gehe gleich auch noch darauf ein, welche andere Software außerhalb der E-Mail-Welt das auch schon unterstützt. Zertifikate, die dort unterstützt werden. Ich kann DANE benutzen mit diesen teuren Zertifikaten, mit den Extended Validation, mit den Domain Validated Zertifikaten, aber auch ich kann mir eigene Zertifikate bauen und die benutzen. Alles drei ist möglich, je nachdem, welche Sicherheitslevel ich brauche. Was muss ich machen, praktisch als Administrator? Als der Administrator, der den DNS-Server auf der rechten Seite, das heißt vom Sender, den DNS-Server betreibt, da muss ich DNSSEC-Validierung anschalten. Das sind zwei Zeilen, DNSSEC-Validation-Auto, DNSSEC-Look-Aside-Auto, das ist im Bind 9. Im Unbound ist es sehr, sehr ähnlich und viele Distributionen, Linux-Distributionen kommen heute auch schon mit einem DNS-Resolver, der DNSSEC-Validierung angeschaltet hat, wie Fedora zum Beispiel, da ist der Unbound drin, wenn ich den als Paket installiere, wird der automatisch eingetragen als oder so konfiguriert, dass er schon DNSSEC validiert. Da muss ich gar nichts mehr machen. Ja, bitte. Was heißt dieses Look-Aside? Das ist eine spezielle Krücke fürs DNSSEC. Ich hatte ja eben gerade gesagt, dass beim DNSSEC die
Schlüssel in einer Zone über die jeweilige Elternzone geprüft werden können. Das heißt, wenn ich eine DE-Zone habe, kann ich über die DE-Zone das prüfen. Es gibt jetzt aber Top-Level-Domains, die haben noch kein DNSSEC. Welche wäre das denn? Ich sage jetzt mal China. China bin ich mir relativ sicher, dass die noch kein DNSSEC deployed haben. Wenn ich aber Benutzer in China bin, ich habe eine .cn-Domäne, möchte DNSSEC benutzen, dann kann ich das Look-Aside benutzen. Look-Aside heißt, ich gucke nicht nach oben zu meiner Elterndomäne, sondern ich gucke seitwärts. Da gibt es andere Registries, die dann die Hashes dieser Schlüssel eintragen. Und die große Registry, die benutzt wird, ist von ISC, von den Leuten, die den Bindname-Server betreiben. Die haben die sogenannte DLV-Registry, DNSSEC Look-Aside Validation Registry. Und wenn ich hier DNSSEC Look-Aside Auto mache und der Bindname-Server findet nicht in der Elternzone den Hash, dann guckt er nochmal seitwärts in dieser Registry bei ISC nach, ob der Hash da sich befindet. Und wenn er da sich befindet und richtig ist, dann wird das genommen und das Besitzer einer Domäne kann ich bei ISC mich anmelden über ein Webinterface kostenlos, kann dort meinen Hash hinterlegen und kann das dann benutzen. Und das ist ein Workaround für Benutzer, die in einem Land leben oder unterhalb einer Top-Level-Domain eine Domain haben, die selber noch keinen DNSSEC anbietet. Wird aber immer weniger, dass das gebraucht wird. So, den TLSA-Rekord, wie kriege ich den hin? Mit Bordmitteln brauche ich eigentlich nur ein OpenSSL. Der TLSA-Rekord, den gibt es in verschiedenen Ausführungen und die einfachste Ausführung ist, dass ich den Hash über das gesamte Zertifikat mache. Ich habe auch noch die Ausführung, dass ich einen Hash nur über die Public Key Info mache. Unterschied werde ich gleich ein bisschen was drüber erzählen, aber hier ist es über das gesamte Zertifikat. Ich benutze OpenSSL, X509 ist der Befehl, minus in ist mein Zertifikat, .cat, mailexample.de heißt das hier. Und ich möchte das gerne in der DER-Form ausgeben und das pipe ich durch ein SHA-256-Hash-Programm. Hier habe ich OpenSSL genommen, kann aber ein beliebiges Hash-Programm sein, was SHA-256 macht. Und was dann da rauskommt, das ist mein Hash. Und dann da unten sehe ich den DNS-Rekord. Der DNS-Rekord setzt sich zusammen aus Unterstrich Portnummer des Dienstes. E-Mail ist Port 25, also habe ich dort Unterstrich Portnummer, Unterstrich 25, Punkt, Transportprotokoll, Unterstrich TCP, weil es über TCP läuft. Wenn ich einen UDP-Dienst hätte, hätte ich da Unterstrich UDP. Und dann Name meines Servers. Time to live, das ist, wie lange es in den Caches ist, das sind 3600, Klasse Internet, TLSA ist der Rekordtyp. 301, das sind Flags, die bedeuten, wie ist dieser TLSA-Rekord zu verstehen, was ist da drin kodiert. Ich habe da gleich noch eine Folie, wo das genau aufgeschlüsselt wird. Ich versuche das mal jetzt aus dem Kopf richtig zu machen. 3 bedeutet, ist ein X509-Zertifikat. 0 bedeutet, das gesamte Zertifikat wurde hier gehasht. Und 1 bedeutet, es war SHA-256. Ich kann auch SHA-1 oder SHA-512 benutzen. SHA-1 wäre eine 0. SHA-512 wäre eine 2 an der Stelle, an der letzten Stelle. Und später wird es dann auch wahrscheinlich SHA-3, Ketchup oder andere Hashing-Algorithmen geben. Man sieht auch 311. 311 wäre dann der Hash nicht über das gesamte Zertifikat, sondern über die Public Key Info. Die Public Key Info ist eine Informationseinheit in einem Zertifikat, die besagt, für welche Domains und welcher Besitzer hat dieses Zertifikat und es ist nicht an dem wirklichen Schlüssel gebunden. Hat den Vorteil, wenn ich den Hash darüber mache, dass wenn ich das Zertifikat durch ein neues austausche, was aber die gleiche Subject Public Key Info hat, muss ich meinen Hash nicht erneuern im DNS. Das heißt, da kann ich ein neues Zertifikat auf meinem Server rollen und brauche das nicht ändern. Ich bin jetzt kein X509-Experte, deswegen kann ich nicht sagen, wie sind die Sicherheitsunterschiede da. Ich benutze immer dieses volle, auch wenn ich da mehr Arbeit habe. So, das andere hat mir gesagt, hat Vorteile, dass ich dann halt im DNS das nicht immer ändern muss. Wie gesagt, aber ich bin kein X509-Spezi, der das jetzt beurteilen kann, ob das jetzt sicherer ist oder nicht. Dazu Fragen? Ja. Ich verstehe nur noch. Mit dem Webserver würde es so gehen, dass wenn ich auf eine Webseite gehe, bekommt der Browser ein Zertifikat zurück.
Der Browser fragt dem DNS nach, gibt es ein Unterstrich 443, weil 443 ist SSL, Unterstrich TCP, weil HTTPS geht über TCP, www.webseite.de, gibt es da ein TLSA-Rekord? Wenn der zurückkommt, wird noch geprüft, ist das AD-Flag gesetzt vom DNS-Server, wurde das DNSSEC geprüft? Wenn das DNSSEC geprüft wurde, ja, dann wird auch geprüft, passt das Zertifikat zum DNS-Rekord und dann geht entsprechend die URL-Zeile auf abgesichert. Okay, das muss dann von Chrome oder Firefox? Das muss die Applikation unterstützen, das muss der Webbrowser unterstützen. Das machen die heute noch nicht von Hause aus, es gibt aber Plugins, habe ich gleich eine Webseite dazu, kann ich mir installieren, die diese Funktionalität nachrüstet. So, es gibt auch andere Möglichkeiten, den TLSA-Rekord zu erzeugen. Es gibt im libDNS, das ist eine Bibliothek von DNS-Funktionen, ein Befehl, der heißt ldns-dane, create, und dann sage ich die Webseite und sage den Port, und dann schmeißt er mir den Rekord raus, den ich per Cut-and-Paste ins DNS packen kann. Einfach. Da gibt es auch dann einen Verify, der prüft mir dann auch, ob das Zertifikat, was der Server liefert, zu dem, was im DNS steht, passt. Nein, das nicht. Das Zertifikat muss ich selber generieren, muss ich auf den Server packen, aber er generiert mir den DNS-Eintrag dafür. Das heißt, der macht dann eine OpenSSL-Verbindung auf und ja. Fragt dann halt, also gib mir dein Zertifikat und generiert dann daraus wiederum das, was reinkommt. Genau. Sodass ich da erstmal das Zertifikat selber auf den Server bringe und dann den DNS-Eintrag mir daraus bauen kann. Frage noch? Okay. So, hier sehen wir so eine Abfrage von einem TLSA-Zertifikat. Kann man auch mit DIC oder NSLookup abfragen. NSLookup hat das Problem, dass es mir die DNSSEC-Daten nicht zeigt, aber DIC zeigt die. Da kriege ich die Signatur. Und ganz wichtig ist da oben unter Flags, in der vierten oder fünften Zeile von oben, da muss ein AD stehen. AD für Authenticated Data. Bedeutet, die Daten wurden DNSSEC geprüft vom DNS-Server, dem er es zurückgegeben hat, und für valide befunden. Wenn das AD da nicht steht, ist kein DNSSEC da. Dann werden die TLSA-Daten auch nicht von der Applikation benutzt. Weil dann sind sie unsicher oder nicht validiert. Genau, da haben wir nochmal das AD-Flag. Da haben wir den Rekord. Das hier ist ein 3.1.1er-Rekord in diesem Fall. Also über diese Public-Subject-Key-Info. Und da unten ist die Signatur vom DNSSEC, die das nochmal absichert, dass diese DNS-Daten korrekt sind. Im Postfix, wenn ich TLSA und DANE im Postfix benutzen möchte, mache ich folgende Änderung. Ich sage einmal use TLS yes, das schaltet die Verschlüsselung über TLS an. Sage ich SMTP DNS Support Level DNSSEC, bedeutet der Postfix prüft selber, ob die Daten dann dieses AD-Flag haben, ob die Daten, die vom DNS kommen, auch wirklich vertrauenswürdig sind. Und SMTP TLS Security Level DANE sagt dann, frage nach diesem TLSA-Rekord und prüfe, ob der Server auf der anderen Seite wirklich ein TLSA-Rekord hat und einen richtigen Rekord hat. Was man macht oder was der Mail-Server machen soll, wenn das Zertifikat nicht mit dem Hash übereinstimmt, das ist lokale Policy. Standardmäßig, die Default-Einstellung heißt Mail nicht ausliefern. Kann mal ein Problem sein. Das heißt, das muss der Mail-Administrator dann jeweils selbst entscheiden, was er macht. Empfohlen ist, dass dann die Mail nicht ausgeliefert wird. Es könnte aber auch sein, dass einige dann so konfigurieren, dass sie sagen, naja, trotzdem ausliefern. Das ist ja auch so ein anderes Surface dann für den Nagel-Service, wenn ich den ersten Fall schon Hash einliefert, für eine große Bank. Aber da gab es jetzt ein paar Mechanismen, die das passieren kann. Nein, Denial of Service ist immer möglich. Das heißt, ein Angreifer könnte es hinkriegen, immer den falschen Hash zu liefern und es damit verhindern, dass die E-Mail jeweils zugestellt wird. Ja. Das ist aber bei allen Sicherheitssachen so. Der Angreifer könnte auch dann per DNS-Spoofing eine falsche IP-Adresse für den MX-Rekord, also für den Servernamen des MX-Rekords zurückliefern und dadurch den Mail-Server immer auf einen nicht existierenden anderen Server zeigen lassen. Das wäre genauso ein Denial-of-Service-Angriff. Das heißt, dieser Angriff ist heute schon möglich, auch ohne DANE und TLSA.
Ja, bitte. Die Frage war, ob es eine Möglichkeit gibt, vorzutäuschen, dass eine bestimmte Zone gar kein DNSSEC kann. Und dann könnte ich das wieder ohne DNSSEC, dann könnte ich wieder falsche DNS-Daten reinbringen. DNSSEC ist optional, ja. Allerdings ist es so, dass wenn eine DNSSEC-Zone DNSSEC signiert wird, dann befindet sich jeweils dieser Hash der DNSSEC-Schlüssel auch in der Elternzone. Das wird geprüft und das ist ein Signal, dass die Zone darunter auch DNSSEC signiert sein muss. Das heißt, und das wird auch über diese Vertrauenskette, über die jeweilige Elterndomäne, über die Root-Zone abgesichert. Das heißt, ein Angreifer, der faken wollte, dass eine Zone gar nicht DNSSEC signiert ist, müsste auch wieder das gesamte DNS-Konstrukt bis zur Root-Zone fälschen können. Was schwierig ist, weil dafür muss er eigentlich das gesamte DNS im gesamten Internet simulieren. Er muss mir also sozusagen wie bei der Matrix eine gesamte Matrix, eine gesamte alternative Realität simulieren. Ja? Da. Ja, gerne. Was ich da sehe als Administrator, also die Frage war, gibt es eine Möglichkeit, sich das mitteilen zu lassen, dass es hier eine Art Angriff gegeben hat, dass das Zertifikat nicht zu dem Hash passte? Ja, die Produkte, das heißt hier der Postfix, die loggen das, wenn das passiert. Und dann muss ich mir mit meiner Log-Lösung irgendwie einen Alert bauen, der sagt, naja, da ist jetzt ein Mismatch, das wird geloggt und dann möchte ich ganz gerne einen Alarm bekommen. Auch das wäre möglich. Axel sagt, es geht da auch so, dass man die Mail bouncen lässt und im Bounce reinschreibt, was war der Grund für das Bouncen, dass die E-Mail zurückkam. Genau das geht auch. Ja, aber der Bounce würde ja erst nach einigen Stunden kommen, weil eben wurde ja gesagt, dass die Mail gequeued wird, wenn die Zustimmung nicht erfolgt. Der Einwand hier war, dass die Bounce-E-Mail möglicherweise erst nach einigen Stunden, möglicherweise erst nach einigen Tagen zurückkommt. Das ist konfigurierbar und insofern hat man auch immer noch die Möglichkeit, ins Logfile zu gucken oder das Logfile zu überwachen. Würde ich empfehlen, das Logfile zu überwachen. So ähnlich würde man das machen. Wie bei Antivirenprogrammen, wenn sowas auftritt, dann eine E-Mail an den die zuständigen Systemadministrator senden. Das wäre ehrlich gesagt ein bisschen netter, als wenn man den Computer damit belästigt, der zwei Stunden später verwirrt vor dir steht und irgendwas will. Und gar nicht weiß, was da passiert ist. Also Dane ist jetzt erstmal eine Technologie und versteht sich insofern als eine Erweiterung. Sie funktioniert mit den standardisierten, also mit den bisherigen Zertifikaten und verbessert die Situation. Weil heutzutage haben wir eine Situation, wo wir ganz viele Zertifizierungsstellen haben, wobei einige besser arbeiten als andere. Es hat Sicherheitsprobleme gegeben in der Vergangenheit und Dane ist eine Möglichkeit, die Sicherheit des existierenden und schon deployten Systems zu verbessern, ohne es komplett auszutauschen, was wahrscheinlich sehr lange dauern würde. Das heißt, wir werden die CAs nicht los? Wir können die CAs loswerden, wenn wir wollen. Das heißt, wir können mit dem Dane-System komplett Sicherheit mit SSL, TLS machen, ohne jegliche Zertifizierungsstellen. Aber wer die noch benutzen möchte, aus irgendwelchen Gründen, darf das weiterhin tun. Bitte? Die iCon ist dann quasi Zertifizierungsstelle, die es fast gut macht. Also, ich habe es akustisch leider nicht verstanden. Die Zertifizierungsstelle wurde ja quasi nur ausgetauscht, dass die iCon jetzt quasi das zertifiziert, dass die Kette stimmt.
Der Einwand ist, dass die Zertifizierungskette ausgetauscht wurde, das ICON das jetzt zertifiziert, bezieht sich darauf, dass ICON die Root-Zone verwaltet und dort macht. Das ist ein valider Einwand. Bei DNSSEC ist auch einer der Kritikpunkte, dass es dort diese eine Root gibt, die von ICON verwaltet wird, und ICON ist ein Unternehmen in Amerika. Und die können ja auch in den Brutkasten, Schwitzkasten genommen werden von der NSA oder von wem immer. Und da arbeitet die ITF gerade an folgender Lösung, dass man sagt, die Root-Zone ist relativ statisch. Es soll so sein, dass verschiedenste Organisationen, denen Menschen vertrauen, der Chaos Computer Club, Heise, irgendwer, ja, Linux Hotel, weiß nicht was. Die dürfen auch einen Root-Server bauen. Die Root-Zone ist öffentlich. Die können die sozusagen öffentlich sich besorgen, können die auditieren, können prüfen, ob alles richtig ist, eigene DNS-Server betreiben. Und dann kann ich in meinem Resolver die eintragen, kann sagen, die Organisation, die Organisation, die Organisation, denen vertraue ich. Nur wenn alle oder eine Mehrheit davon die gleichen Daten liefern für die Root-Zone, dann sage ich, die Daten sind korrekt. Wenn einer von vielleicht 4 Konfigurierten sagt, ich habe einen anderen Daten, dann wird er ignoriert. Weil das ist vielleicht einer, der fehlschlägt. Ja? Und dadurch kann ich wegkommen von dem Vertrauen an eine Organisation, die Root-Zone verwaltet. Und das ist gerade in Arbeit in der ITF. Ob das durchkommt als RFC, keine Ahnung. Aber es hört sich schon mal ganz plausibel und gut an. Das geht dann in die Richtung Kontakt, ja. Kenne ich jetzt nicht, kann sein. Kann sein, ja. Keine Frage, sondern es war die Information, dass es dort ein Proposal gab, das hieß? Von Maximal Spike Tag. Ein Proposal namens Tag von, kriege ich den Namen, Maximal Spike, der etwas Ähnliches auf einer DEFCON schon mal vorgeschlagen hat. Kann ich aber nichts zu sagen, weil ich den Proposal nicht kenne. So, ich laufe hier aus der Zeit. Ich will euch kurz noch zeigen, wie man das Ganze testet. Mit OpenSSL kann man so eine Verbindung testen und gucken, welches Zertifikat zurückkommt. Und beim Postfix in den Logdateien, das hier ist das, was man heute sehen würde, hauptsächlich eine untrusted TLS Connection. Das heißt, es ist zwar Transportverschlüsselung angeschaltet, aber es wurde gar nicht authentisiert, ob ich mit dem richtigen Server spreche. Wenn ich Dane benutze und die Gegenstelle hat TLSA im DNS, dann sehe ich hier eine Verified TLS Connection established vor. Da kann ich mir dann auch ein Reporting drüber machen. Und es gibt ein Tool namens Post-TLS-Finger. Das ist ein Kommandozeilentool, was beim Postfix 2.11 dabei kommt. Da sage ich post-tls-finger Mail-Server, hier mailbund.de. Die haben das nämlich schon eingerichtet, unter anderem. Und dann sieht man auch hier, wie die Verbindung aufgebaut wird und dass da unten eine Verified TLS Connection established wurde. Das bedeutet, dass der TLSA-Record geprüft wurde. TLSA-Record sieht man auch ganz oben. Da steht in der zweiten Zeile post-tls-finger using Dane Resource Record -25-TCP. Das ist der Hash-TLSA-Record, den er gefunden hatte im DNS. Dann gibt es noch eine nette Webseite, die heißt tlsa.info. Wenn ich prüfen möchte, ob mein Mail-Provider oder irgendeine Webseite schon TLSA benutzt, kann ich da drauf gehen, kann den Namen eingeben, wird geprüft, erscheint dann ja, nein, grün, rot. Alle, die es schon haben, sehen wir auf der linken Seite. In der mittleren Seite sind ganz große Mail-Provider, die es noch nicht haben. Das soll so ein bisschen Druck aufbauen, dass die das auch machen. Und nein. Aber die haben noch eine Ausrede, dass deren Domain-Provider derzeit noch keinen DNSSEC anbietet, dass sie gerade dabei sind, die Domain zu transferieren woanders hin, wo dann DNSSEC eingeschaltet werden kann, was Voraussetzung ist, damit man den macht. Das wissen die aber, dass das noch ein Problem ist. Wo sind die Vorteile? Habe ich, glaube ich, schon drüber geredet. Überspringe ich jetzt gerade. Habe ich noch 10 Minuten, das geht. Aber dann habe ich gleich noch ein paar Fragen vielleicht oder habe Zeit für Fragen. TLSA, Dane, ist mehr als nur E-Mail. Das Ganze gibt es jetzt auch für HTTPS, für Webverschlüsselung.
Es wird daran gearbeitet, dass man IPsec-Schlüssel im DNS hinterlegen kann und dann opportunistische IPsec-Verschlüsselung machen kann. Das heißt, keine IPsec-manuelle Schlüsselaustausch mehr, sondern es wird automatisch im DNS geguckt, hat die Gegenstelle so einen TLSA-Record für IPsec im DNS drinstehen? Wenn ja, mache ich eine, mit dem Schlüssel-Hash eine Verbindung über IPsec. Für SSH-Fingerprint gibt es das schon. SSH kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr euch das erste Mal mit einem Server verbindet, kommt dieser Hash und da muss man sagen, ja, nein, ist der richtige Server. Wer von euch hat schon mal wirklich geprüft, ob der Hash übereinstimmt? Ah, sehr gut. Frage ich anders. Wer prüft immer? wenn ihr OpenSSH verwendet und diesen SSH-Fingerprint Resource Record benutzt, dann kommt die Frage nicht mehr. Dann guckt der OpenSSH-Client im DNS nach, prüft, ob der, der SSH-Public-Key auf dem Server mit dem Hash übereinstimmt und lässt einen dann rein. Auch das mit DNSSEC überprüft. S/MIME ist gerade in Arbeit, SAV-Records in Arbeit. Serverseitig gibt es den Prosody Java Server, der Dangin unterstützt und der Gajim Client, der es unterstützt. Prosody benutzt das dann auch Server-to-Server. Und es gibt diese Webseite DNSSEC Validator CZ. Das sind die Kollegen von der tschechischen Registry. Das ist nicht die Webseite, die ihr gerade seht, aber die bieten ein Plugin an für populäre Webbrowser, nämlich für Chrome, für Firefox, für Safari und für Opera und für Internet Explorer. Im aktuellen Chrome funktioniert das nicht, weil Google derzeit die APIs umgestellt hat. Die sind dabei, das auf die neuen APIs umzuschreiben. Google hat also bei einem Update die internen APIs für Plugins einfach umgestellt, ohne vorher Bescheid zu sagen den Anwendern oder den Entwicklern. Und die Leute sind dabei von dieser Webseite, dass sie das jetzt machen. Wenn man das installiert hat, kriegt man oben zwei neue Icons in der URL-Zeile. Das eine mit dem Schlüssel bedeutet, dass DNSSEC für diese Domain verfügbar ist und das andere mit dem Schloss bedeutet, dass TLSA verfügbar ist und das Zertifikat geprüft werden konnte. Und jetzt noch Fragen. Fangen wir hier an. Die Frage war hier, und das ist eine sehr gute Frage, wenn ich im Postfix in der Konfiguration das Dane einschalte, die Prüfung einschalte, muss das dann in beide Richtungen funktionieren? Weil wenn ich das einschalte in meinem Postfix, heißt das, dass er für ausgehende E-Mail das prüft auf der anderen Seite. Muss ich dann selber auch einen TLSA-Record schon publiziert haben für meinen Mail-Server? Antwort ist nein. Das Ganze ist unabhängig voneinander. Ich kann sowohl meinen Postfix konfigurieren, dass er andere authentisiert über TLSA, aber selber das gar nicht anbieten. Ich kann mir auch selber schon TLSA anbieten, ohne dass ich meine ausgehende E-Mail schon prüfen lasse. Beides ist komplett voneinander unabhängig und ich kann mich entscheiden, wann ich das an- und ausschalte. Wenn ich so ein Extended Validation Zertifikat habe, dann ist der Benefit da, dass die Zertifikatsstelle hoffentlich auch wirklich die Identität geprüft hat, die dahinter steht. Das heißt, welche Firma oder welche Person steht dahinter. Das ist dieser weitere Benefit. Ob es bei den einfachen Domain Validated Zertifikaten auch einen Benefit gibt gegenüber Dane, würde ich sagen, heutzutage nur in dem Fall für die Benutzer, die noch kein Plugin in ihren Browsern haben. Ja, weil die würden bei einem Self-Signed Certificate halt diese Fehlermeldung kriegen und das ist für eine Webseite, die ich irgendwie kommerziell benutze oder halbkommerziell benutze, noch ein Problem. Und dann nehme ich halt ein Zertifikat von der Zertifikatstelle und sichere das zusätzlich nochmal über Dane ab, sodass kein Schmuh damit gemacht werden kann. Wo wird denn sichtbar, wenn ein Dane-verifiziertes Zertifikat auch Extended wird? Die Frage ist hier, wo das sichtbar wird, wenn ein Dane-Zertifikat auch Extended Validation hat. Das kommt auf den Client an, die Browser ändern dann die Farbe oben in der URL-Zeile und zeigen auch die Identität nochmal extra an. Das heißt, wenn ich ein Domain-Validated-Zertifikat habe, dann wird die URL-Zeile grün, glaube ich,
und es wird aber nur ein Schloss angezeigt. Es wird nicht der Name einer Firma angezeigt. Wenn ich zu meiner Bank gehe, dann wird das Ding blau und zeigt noch an, mein Bankname AG. Und bei Mail? Bei Mail habe ich das nicht. Bei Mail habe ich das nicht. Man könnte das natürlich irgendwo in den Header einbauen. Mir nicht bekannt, dass das schon gemacht wird. Bei Mail habe ich dann keinen Vorteil darüber. Es kommt dann auf die Anwendung an, wie die das unterstützt. Bitte? Man könnte es machen, mir nicht bekannt. Könnte aber sein. Keine Ahnung. Das war ganz leider ein Text. Gibt es das so für Copy and Paste noch irgendwo? Haben Sie das irgendwo hinterlegt, dass ich mir das nochmal ausprobieren kann? Ja, das ist natürlich, ich habe erstmal diese Slides gibt es hinterher zum Downloaden und zwar gleich nach diesem Vortrag werde ich das in das Konferenzsystem hochladen, dass ich das hier auf der Webseite finde. Da finden sich hier auf der letzten Folie ganz viele Informationen. Ich habe jetzt in der CT über die letzten Monate 3 Artikel veröffentlicht über dem Thema, da kann man das nochmal nachlesen. Es gibt da auch Blogs, die kostenlos sind, wenn man die CT jetzt nicht zu Hause liegen hat, wo man sich das auch nachlesen kann. Stück für Stück mit Konfigurationsinformationen. Und es gibt im Linux Hotel eine Schulung darüber, die man besuchen kann. Und es gibt bei der GUG Frühjahrskonferenz, die dieses Jahr im September stattfindet, ein eintägiges Tutorial, wo wir in einer Gruppe das auch wirklich mal aufsetzen werden in einem Netzwerk. DNS mit DNSSEC aufsetzen, Mail-Server aufsetzen, Java-Server aufsetzen, Web-Server aufsetzen und jeweils mit Dane absichern und gucken, dass das alles funktioniert. Genau, das findet man da. So, ich gehe von oben nach unten. Eine Frage, wir haben ja angefangen mit DNS-Two, ja? Verwendung auf einen anderen Mail-Server vielleicht. Was ist denn eigentlich, wenn der Postfix-Server jetzt eine Anfrage macht an den DNS-Server und sagt, hast du ein TLSA bekommen? Und der antwortet nein, weil er nicht wegen der Cookie hat, also weil es nicht der richtige DNS-Server ist, oder gehängt wurde. Die Frage ist, was passiert, wenn der Mail-Server, der Postfix, seinen DNS-Server fragt und der lügt? So verstehe ich das, weil der gehackt wurde. Der DNS-Server lügt und gibt mir falsche Daten. Das ist zurzeit ein ungelöstes Problem insofern, dass die Kommunikation zwischen dem Mail-Server und dem DNS-Server, von dem er diese Informationen kriegt, die muss vertrauenswürdig sein. Das heißt, da muss ich dafür Sorge tragen, dass mein Mail-Server mit einem DNS-Server spricht, dem ich vertraue. Und das geschieht in einem Netzwerk, dem ich vertraue. Das heißt, ich möchte nicht meine DNS-Anfragen an Google Public DNS oder einen ISP-DNS schicken, sondern es sollte möglichst mein eigener DNS-Server sein, der möglichst nah an der Anwendung ist, möglichst nah an dem Postfix ist, damit das nicht passieren kann. Wenn mein DNS-Server gehackt wurde, dann habe ich verloren. Dann ist aber auch, habe ich genauso verloren, als wenn mein Mail-Server gehackt wird. Dann ist nämlich mein Rechenzentrum gehackt. Und Bind ist keine unsichere Software. Achtung, es gab mal einen Bind 4, der war hochgradig unsicher. Es gab einen Bind 8 als Nachfolger. Das war Etikettenschwindel, weil der Bind 8 war ein Bind 4 mit doppelter Versionsnummer, aber genau die gleiche unsicherbare Software. Der Bind 9 wurde komplett neu geschrieben und im Jahre 2000 und es hat seitdem erst eine Sicherheitslücke gegeben, die sich remote ausnutzen ließ. Der Bind 9 ist sehr sicher. Der Bind 4 und Bind 8, Finger weg. Der ist auch lange end of life, der war unsicher. Leider hat der Bind 9 den gleichen Produktnamen geerbt und hat damit auch die schlechte Vergangenheit geerbt. Ja. Und wenn man dem Bind nicht vertraut, unbound ist noch sicherer. Frage? Die Frage ist, inwieweit ist abzusehen, ob die Browser-Plugins irgendwann mal Standard werden in den Browsern? Kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie die Produktpolitik der Browserhersteller ist. Ich hoffe, dass wenigstens Mozilla im Firefox das reinbringen wird.
Das Kuriose ist, dass Google hat in der RFC-Entwicklung mitgearbeitet, hatte, als das Ding noch Draft war, die Draft-Version implementiert im Chrome und dann 2 Monate, bevor der Draft zum RFC wurde, die Draft-Implementation rausgenommen, aber nicht wieder ersetzt. Durch die gute. Warum? Keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen gleich Schluss machen. Weiß nicht. Eine Frage noch. Eine Frage noch, nehmen wir da oben. Ich sehe, das Hauptproblem ist ja, dass wir jetzt dass mein Domain-Registrar sagt, dass er kein DNS-Sync kann. Ja. Gibt es irgendwo eine Liste mit Domain-Registraren, die das können? Ich kann ja schlecht dann, was weiß ich, 100 Domain-Registrare E-Mails schreiben. Könnt ihr das? Weil auf der Website steht es. Es gibt einige Listen im Internet, die kann man auch finden. 6XS, das sind die Leute, die IPv6-Tunnel anbieten, die haben auch eine Webseite. Die haben eine Webseite mit Liste von Registraren, die IPv6-DNS-Server anbieten, haben da auch eine Spalte, wer macht DNSSEC. Bei Wikipedia gibt es so eine Seite. Es gibt leider sonst in Deutschland haben wir die Situation, dass die Registry das nicht macht, weil die DNIC eine Kooperation ist und die ganzen ISPs und Registrare dort Mitglied sind und da keiner besser oder schlechter gestellt werden soll. Von der DNIC gibt es das nicht. Aber es gibt solche Listen im Internet, kann man finden. Und es gibt auch in Deutschland mindestens ein Dutzend Registrare, gute Registrare, die DNSSEC anbieten. Es sind leider nicht die großen und da muss man ein bisschen wirklich sagen, dann muss ich mit dem Geldbeutel abstimmen und sagen, ich ziehe woanders hin, dann verliert ihr mich als Kunden, wenn ihr das nicht anbietet. So, das war's. Wer noch Fragen hat, die ich jetzt nicht beantworten konnte, ich bin noch hier, kommt zu mir runter und wir gehen gleich raus und ich beantworte dann die Fragen. Danke.